schließ deine Augen und begleite uns in den Süden Englands, ins raue Cornwall. Hör mal zu, das ist mehr als ein YouTube-Kanal. Hör mal zu, das ist eine Community von Retro-Freunden, von Menschen, die sich gerne zurückerinnern an die gute alte Zeit und ihre wahnsinnig tollen Sprecher und Schauspieler. Gute Unterhaltung jetzt natürlich in Stereo. Und danke für dein persönliches Like für werbefreie Unterhaltung. Ein Polizeipräsidium, Mitte der 60er Jahre. Sie sind nur hier, um Lücken zu füllen. Irgendwelche Fragen? Nein? Gut. Ich dachte, dass es um eine vermisste Person geht. Sie sagten was von Mord? Es ist ein Mordfall, ja. Vielleicht auch ein Sexualdelikt, so wie die heute rumlaufen und alles herzeigen. Nur fehlt uns noch die Leiche. Ihr Aufgabenbereich? MacLeish Büro. Dienstbuch, Anrufe und alle eingehenden Informationen. Ja, Sir. E. Morse, Ihr Chef sagt, Sie kennen die Gegend hier gut. Waren hier auf dem College? Stimmt das? Verteilen Sie die hier. Von Tür zu Tür. Man sieht's da nicht, aber sie hat rote Haare. Gut entwickelt für ihr Alter. Irgendwer wird sie gesehen haben. Geschäfte, Büros, Züge, Pendler. Auch Pendler? Wenn sie Samstag die Stadt per Zug verlassen hat, ist es unwahrscheinlich, dass ihr die Leute aus der Woche über den Weg gelaufen sind. Denken Sie nicht? Ich denke nicht. Ich befolge Befehle. Wenn mich jemand sucht, ich bin beim Chef. Ungeachtet seiner Verse ist Ibicus vielleicht am bekanntesten dadurch, wie er zu Tode gekommen ist. Durch die Hand von Räubern. Verwundet und sterbend sah Ibicus auf und sah einen Schwarm Kraniche, der über ihn hinwegflog. Und da rief er aus, diese Vögel werden meine Rächer sein. Seine Mörder begaben sich nach Korinth, wo, wie Plutarch berichtet, einer von ihnen beim Anblick eines Kranichschwarms scherzhaft ausrief, siehe da, die Rächer des Ibicus. Zurzeit wohnen nur Sie hier und zwei weitere Herren. Mr. Goldberg und Mr. McCann. Die zwei sind wirklich sehr nett. Um 6.30 Uhr in der Regel gibt es Essen. Ich kann Ihnen aber auch ein Ei kochen. Das ist sehr freundlich von Ihnen, Mrs. Crabbin, aber ich besorge mir was unterwegs. Dann können Sie sich ja hier einrichten. Morse. Sir. Carshall Newtown. Ich sehe mir nur kurz die Akten im Fall Tremlett an. Mary Tremlett. 15 Jahre alt. Zuletzt gesehen am Samstag 16 Uhr von ihren Eltern, als sie angeblich mit einem Mädchen ins Kino gehen wollte. Valerie... Quillen. Nur bestreitet die solch eine Verabredung. Kein Freund, kein Ärger zu Hause. Es ist also unwahrscheinlich, dass sie weggelaufen ist. Das ist alles. Nicht besonders viel. Was ist bei solchen Fällen die Regel? Ich bin diese Liste der Sachen aus Ihrem Zimmer durchgegangen. Es lag ein Exemplar des Oxford-Buchs englischer Verse an Ihrem Bett. Zusammen mit The Shropshire Lad und den Benjamin-Gedichten. So junge Dinger lieben Poesie. Junge Mädchen wie Mary Tremlett? Zu hoch für ein Mädchen, dessen Vater nur am Fließband arbeitet. Meinen Sie das damit? Nein, ich meine, dass das sehr teure Ausgaben sind. Für den Geldbeutel eines Schulmädchens zu teuer, würde ich denken. Das kam mir nur komisch vor, sonst nichts. Waren vielleicht ein Geschenk? Von den Eltern vielleicht? Oder ein Schulpreis? Es gibt eine offizielle Richtung, in der wir ermitteln, Morse. Und Gedichtbände kommen da nicht vor. Liebt Mary rein zufällig Gedichte, Mr. Tremlett? Sie hat eine schöne Handschrift. Ihre Lehrer haben sie dafür gelobt. Auf dem letzten Zeugnis ein sehr gut. Sharon, meine Älteste, sie ist zu Besuch. Polizei. Guten Tag, Miss Tremlett. Mrs. Veely. Sie haben sie ein paar ihrer Aufsätze vorlesen lassen, vor der Klasse. Das Haus ist nicht mehr dasselbe. Finden Sie sie bitte. Finden Sie unsere Mary. Sie waren also Samstag nicht hier? Ich war nachmittags kurz da, um mit Dad einen Tee zu trinken, aber dann bin ich direkt wieder nach Hause. Gegen 5. Wo wohnen Sie? Droitwich. Wir hatten Sonntag eine Warenlieferung, wissen Sie? Freeman, Hardy and Willis. Ich bin da quasi die zweite Kraft. Und Ihr Mann? Er verkauft Teppiche. Ist Vertreter. Wir sind nicht mehr zusammen.
Haben Sie ein enges Verhältnis zu Ihrer Schwester, Mrs. Wheely? Eigentlich nicht. Ist wahrscheinlich nur so ein Theater, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Warum sagen Sie das? Als Mom noch lebte, hat sie völlig verzogen. Dad auch. Kriegte alles, was sie wollte. Morgen. Hey, hey. Was hast du denn da? Mary Tremlets Gedichtbände. Und was ist damit? Weiß noch nicht, wahrscheinlich nichts. Wo zum Teufel waren Sie? Wir haben einen Selbstmord in Thrupp. Unbekannte männliche Person. Sie sind dran. Guten Morgen. Nicht für diesen armen Kerl. Und Sie sind wer? Morse, Detective Constable. Zugeteilt aus Newtown. Sie sind der Pathologe, nehme ich an. Das kann ich nur für Sie hoffen, was? Sonst würde ich an Ihrem netten Tatort alles ganz schön durcheinanderbringen. Max de Bryn. Ist es also doch ein Verbrechen? Es wäre Selbstmord, hieß es ursprünglich. Sieht ganz so aus. Einfache Einschusswunde an der rechten Schläfe. Typisches sternförmiges Schmauchbild auf der Haut um die Wunde herum. Zusammen mit den Kontaktversengungen liegt es nahe, dass die Waffe aus allernächster Nähe abgefeuert wurde, wie Sie sehen können. Ja, ich glaube Ihnen aufs Wort. Wir sind wohl leicht überempfindlich, hä? Hm? Sie werden es als Detective nicht weit bringen, wenn Sie nicht bereit sind, dem Tod ins Auge zu sehen. Ach. Die Waffe ist eine Webley, Mark VI, falls es Sie interessiert. Standard-Armee-Modell, Kaliber 4.55. Also doch nicht ganz so dumm, hä? Hm? Nicht ganz. Todeszeitpunkt? Gestern, zwischen 8 und Mitternacht. Hat er vielleicht irgendwas hinterlassen? Außer seiner leblosen Materie auf dem Rasen. Ich dachte eher an eine Nachricht. Mir ist nichts untergekommen. Vielleicht haben Sie bei ihm zu Hause mehr Glück. Das habe ich in seiner Tasche gefunden. Miles Percival. Die Adresse ist in Jericho. Detective Constable Morse. Oxford City Police. Mr. Lomax. Brian Lomax. Gehe ich recht in der Annahme, dass Miles Percival hier wohnt? Kennen Sie ihn schon lange? 2 Jahre. Wir haben eine Zeit lang zusammen im Chor gesungen. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Gestern, im College. Wie wirkte er auf Sie? Hatte er irgendwelche Sorgen? Nein. Und in letzter Zeit? Irgendwas Ungewöhnliches? Geldprobleme? College? Liebeskummer? Er hat nichts in der Art erwähnt. Sie sind Australier, Mr. Lomax? Richtig. Woher genau? Aus Sydney. Und Sie waren nicht beunruhigt, dass er gestern nicht nach Hause kam? Nein, ich war bis zur Sperrstunde im Bird. Als ich zurückkam, dachte ich, er schläft sicher schon. Sie wussten, dass er eine Pistole hat? Die vom Großvater? Ich muss mit seinem Dozenten reden. Sicher. Er unterrichtet drüben am Lonsdale. Morsch, gütiger Gott. Hallo, Alex. Hey, ich glaub's ja nicht. Was machst du denn hier zum Teufel? Ich muss zu einem Kollegen von dir, Dr. Strumming. Was hast du denn mit dem zu tun? Ein paar Ermittlungen. Ich bin bei der Polizei. Ach, Polizei. Das Letzte, was ich gehört hatte, war, dass du bei der Fremdenlegion bist. Was ist passiert? War's das nicht? Ich war bei den Royal Signals. Und nein, das war nichts. Tja, man muss gut heiraten, weißt du? Wenn du hier vorankommen willst, macht das die Hälfte aus. Hast du schon den Sprung gewagt? Noch nicht. Gut. War schön, dich zu sehen, Morse. Sehr schön. Ein kleiner Rat. Unter alten Freunden. Was auch immer du im College vorhast, sei vorsichtig. Die mögen hier keine allzu indiskreten Fragen. Schon gar nicht von ihresgleichen. Ich weiß nicht, ob ich das je war. Nein. Meld dich mal. Wir gehen mal essen. Dann reden wir richtig. Was kann ich für Sie tun, Mr. Morse? Eigentlich bin ich, Detective Constable Morse. Oxford City Police. Ich komme wegen eines Studenten von Ihnen. Ein Miles Percival? Oh ja. Es tut mir leid, das zu sagen, Sir, aber er wurde leider heute Morgen tot aufgefunden. Oh mein Gott. Wie furchtbar. War es ein Autounfall oder so etwas? Wir glauben, dass er sich umgebracht hat. Haben Sie irgendeine Idee, wieso er sich vielleicht das Leben nehmen wollte? Nein. Gut, seine Arbeit war in letzter Zeit immer schlechter geworden. Er verpasste Tutorien, er trank. Ich habe gehört, er sei relegiert worden. Er war ziemlich angespannt. Meine Güte, der arme Junge. Ich brauche Namen und Adresse des Mannes, der Ihr Samstagskreuzworträtsel erstellt, Oz. Da haben Sie kein Glück. Er ist anonym, wie die meisten von denen. Oh, Sie werden doch irgendwo sein Honorar hinschicken, oder? Honorar? Wir sind in Oxford, das machen wir für die Ehre. Wann wird es für gewöhnlich gebracht, das Rätsel für den Samstag?
Meistens Mittwoch mit der ersten Post. Wir gehen donnerstags in Druck. Und letzte Woche? Es kam zu spät. Es gab ganz schön Wirbel. Zum Schluss hat es ein junger Kerl vorbeigebracht. Und wie sah er aus? Ein Student, nehme ich an. Er hat zu unserer Hilfskraft gegeben. Ich habe ihn nur kurz gesehen. Vielleicht könnte ich mit dieser Hilfskraft sprechen. Dazu müssen Sie in die Cairngorm Mountains fahren. Wanderurlaub, soweit ich weiß, seit Montag. Also gut. Wenn Ihnen sonst noch etwas einfällt. Natürlich. Danke. Freitag muss Corned Beef sein. Ha, ich hatte recht. Was Zuverlässigkeit angeht, sind Sonne, Mond und Sterne nichts im Vergleich zu meiner Frau. War was letzte Nacht? Es gibt da etwas, was ich noch erwähnen wollte, Sir. Mary Tremlets Gedichtbände. Ich dachte, das wäre erledigt. Ich weiß, aber sie sind nicht nur gebunden, es sind Erstausgaben, Sir. Sie sind ganz schön wertvoll. Wicke, das heißt, Sie waren da. Gut, erzählen Sie unterwegs. Mary Tremlett hat ein paar Gedichtbände an ihrem Bett liegen, und zwar Erstausgaben. Sie hat bestimmte Gedichte mit Kreuzworträtseln aus der Oxford Mail markiert, aus der Samstagsausgabe. Alle erstellt von einem gewissen Oz. Oz? Das heißt wie der Zauberer von... Ja, genau so geschrieben, ja. Aber die Sache ist die, sie hat immer nur zwei Lösungsworte in ihrem Rätsel ausgefüllt. Dieselben zwei. Das erste waagerecht und das letzte senkrecht. Das Senkrechte ist eine Zahl, und zwar immer. 5 Goldringe, 6 eierlegende Gänse und so weiter. Aber das waagerechte Wort bezieht sich immer auf einen Ort in oder außerhalb von Oxford, der in den Gedichten erwähnt wird. Fifield, Cumnor, Godstow. Ist das alles? Nein, Sir, nicht ganz. Das Rätsel, das an dem Tag herauskam, als sie verschwand, bezieht sich auf ein Gedicht von Matthew Arnold, The Scholar Gypsy. Darin ist Bagley Wood erwähnt. Bagley Wood? Die senkrechte Lösung ist die Zahl 8. Ich dachte nur, es könnte sich um eine Uhrzeit handeln oder um einen Treffpunkt. Sie denken, jemand verabredet sich heimlich mit der Kleinen, ja? Durch ein Kreuzworträtsel in der Oxford-Mail? Außergewöhnlich, nicht wahr? So könnte man es auch nennen. Ich bitte um Verzeihung, aber ich habe noch nie so einen Haufen Stuss gehört. Scheint ein bisschen zu fantasievoll, Fred. Sehr weit hergeholt. Bagley Wood, haben Sie eigentlich schon den Selbstmord in Thrapp abgeschlossen? Dann schlage ich vor, kümmern Sie sich um Ihre Pflichten und hören Sie auf, sich anderweitig zu amüsieren. Kam gerade aus dem Nachrichtenraum, Sir. Spaziergänger haben eine Leiche gefunden. Eine junge Frau, rothaarig, scheint Mary Tremlett zu sein. Wo genau? In Kennington, draußen im Bagley Wood. Was habe ich verpasst? Erwürgt, mit ihrem eigenen BH. Zuerst ein schwerer Schlag auf den Kopf. Wurde jedoch nicht missbraucht, Lord Dr. De Bruyn. Warum war sie dann entkleidet? Naja, vielleicht war der Geist fehlig. Sie ist irgendwann in den letzten 6 Monaten schwanger gewesen. Nach Meinung des Doktors eine sehr professionelle Arbeit. Also gab es doch einen Freund. Unser Oz? Bei der Suche wurden in der Nähe des Fundortes eine Herrenarmbanduhr gefunden. Das Zifferblatt war demoliert, dadurch wissen wir die Todeszeit. Genau 8.18 Uhr. Oh, und dann noch ihr Mageninhalt. 1/2 Liter Schnecken. Sind Sie etwa wegen Mary hier? Wir waren die besten Freundinnen, bevor sie sich Valeries Clique angeschlossen hat. Gehörst du nicht dazu? Keine Angst, alles kleine Flittchen. Sie haben uns die ganze Zeit immer gehänselt. Letztes Jahr, da verstanden sich Valerie und Mary dann super. Und vor 2 Wochen, dann haben sie sich ganz furchtbar verkracht. Weißt du, wie es dazu kam? Mary dachte, Valerie will ihr den Typ ausspannen. Der Streit war sehr heftig. Hat Mary mal einen Jungen mit Namen Oz erwähnt? Als Spitzname vielleicht? Nicht mir gegenüber. Und wie heißt Marys Freund? Johnny Franks. Er ist Automechaniker. Arbeitet in der Werkstatt drüben in Parktown. Valeries Clique trifft sich da. Es ist ein absolutes Schmuckstück, oder? 9 Monate alt, 3000 auf der Uhr und er zieht ab. Oh. Mr. Samuels? Ja, nennen Sie mich Teddy. Bitte, Mr. Detective Constable Moss, City Police. Ah ja? Was kann ich für Sie tun? Ich möchte einen Ihrer Mechaniker sprechen, Johnny Franks. Er steckt doch nicht in Schwierigkeiten, oder? Ich kenne einige von euch, die werden Ihnen versichern, dass ich sauber arbeite. Und ich achte darauf, dass meine Jungs das auch tun. Gut, kommen Sie mit nach hinten. Wo waren Sie Samstagabend, Mr. Franks? Railway Arms in Didcot. Kann das jemand bezeugen? Ja, das ganze Team. Darts, ich spiele in der Liga. Wir waren am Samstag auswärts in Didcot. Und wann war das zu Ende? Gegen 11. Ich schätze, ich war gegen Mitternacht zu Hause. Wie ich hörte, kannten Sie Mary Tremlett. Ja, entfernt. Das war mehr als nur entfernt, oder? Sie waren doch Ihr Freund. Woher haben Sie das? Hören Sie, ich habe ein paar Mädels am Start, aber Mary war keine davon. Ich habe vielleicht ein paar Mal mit ihr gequatscht, aber weiter ging das nicht. Und was ist mit Valerie Quillen? Sie hatte einen Streit mit Mary.
Und zwar ihretwegen, vor ein paar Wochen. Nein, davon weiß ich nichts. In den Werkstätten hier hängen viele junge Mädchen rum, Constable. Sie sind verrückt nach Jungs. Wo sind die in dem Alter? Naja, wenn die sich was einbilden, was soll man da machen? Mary hatte wirklich einen Freund, aber ich weiß nicht. Myers irgendwas, so einer vom College, irgendwas mit P. Miles Percival? Ja, genau, Miles Percival. Wenn Sie was über Mary wissen wollen, reden Sie mit ihm. Mary hat mit Miles vor 6 Monaten Schluss gemacht. Hat er mit ihr geschlafen? Was ist das denn für eine Frage? Sie war 15. Er wollte sie heiraten, um Gottes Willen. Er wollte sich für sie aufsparen. War Miles ein Fan von Kreuzworträtseln, Mr. Lomax? Miles? Mhm. Oh Gott, nein. Nein, er fand Kreuzworträtsel furchtbar. Er hatte gar nicht den Kopf dafür. Ich habe ihn damit wahnsinnig gemacht. Hören Sie, Sie haben keine Vorstellung, wie er drauf war. Das war heftig. Nachdem sie ihn verlassen hatte, war er entweder betrunken oder er... Am Ende war er davon überzeugt, dass sie mit einem anderen zusammen war. An wen dachte er da? Er dachte, dass ich? Das ist absurd. Aber Sie kannten sie. Miles brachte sie zu einem Umtrunk mit. Sie wirkte äußerst sympathisch und ziemlich aufgeweckt. Ja, wirklich, es war nur so ein Blödsinn. Einer der jüngeren Dozenten meinte, es sei ein Jammer, dass wir nicht mehr solcher Menschen an der Uni hätten. Solcher was? Menschen aus ihrer Schicht. Der Wein hat schon gewirkt, nehme ich an. Reese wollte sich einen Scherz daraus machen, ob wir mit ein bisschen Nachhilfe den Schatzmeister nicht überzeugen könnten, dass sie eine Studentin sei. Am Lady Mathildes, verstehen Sie? Alexander Reese. Wieso, kennen Sie ihn etwa? Ja. Es sollte den Schatzmeister zu Tode erschrecken, wenn er hört, dass wir die fein monostrophischen Oden von Pindar im Jargon der Straße und nicht akademisch erörtern. Und war er zu Tode erschrocken? Nein, letztlich bot sich niemals die Gelegenheit dazu. Heißt das dann, Sie konnten Mary nicht überreden, bei ihrem netten kleinen Spielchen mitzumachen? Nein, im Gegenteil. Sie war ganz begeistert. Jemand interessierte sich für sie. Ich vermute, sie fühlte sich sogar geschmeichelt. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Falls Sie noch mehr Fragen haben, Moss, werden Sie mir die auf dem Weg stellen müssen. Wann genau haben Sie Mary das letzte Mal gesehen? Irgendwann im Frühjahr. Und wie oft während des Unterrichts? Einmal pro Woche, alle 14 Tage. Nach den Vorlesungen. Und je nachdem, wie man sie dazwischen kriegte. Nun, da Sie Mary kannten, muss ich Sie fragen, wo sie Samstagabend war. Zu Hause. Kann das einer bestätigen? Meine Frau. Samstagabend hatte sie doch Chorprobe, oder nicht? Hören Sie, was immer Miles Percival geglaubt haben mag, meine Beziehung zu Mary Tremlett basierte gänzlich auf einem akademischen Experiment. Das sage ich nur eins, Bestnote. Das hast du ziemlich gut getimt, ehrlich. Schön futtern und 1 oder 2 Gläser verdammt guten Roten. Frei und kostenlos. Oh, nicht nötig, muss nicht sein. Im Dienst, nehme ich an. Ich muss da mit dir über etwas sprechen. Mary Tremlett, die Wette, die du mit Ron Strumming laufen hattest. Oh, ich verstehe. Ich hatte mich schon gefragt, warum du hier im College rumschleichst. War da noch mehr dran? An ihrer Beziehung, ich meine, außer dieser Wette? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Zu wenig in der Bluse und für meinen Geschmack zu sehr Odaliske, mein Freund. Alles mit Fritten, vermute ich. Sie ist eben aus Cowley. Du warst früher nicht so grausam. Armer alter Maus. Du warst nie so recht für Oxford gemacht. So verdammt anständig, so korrekt. Detective Constable Moss, was führt Sie her? Ein Wanderer kam aus einem alten Land und sprach, ein riesig Trümmerbild von Stein steht in der Wüste Bein an Bein. Und auf dem Sockel steht die Schrift, mein Name ist Ozymandias, aller Könige König. Seht meine Werke, ihr Mächtgen, und erbebet. Ich verstehe leider nicht. Oh, ich denke schon, Dr. Strumming. Oder bevorzugen Sie Oz? Ozymandias, seht meine Werke, ihr Mächtgen, und erbebet. Ich weiß, Kreuzworträtselautoren sind nicht gerade berühmt für ihren Mangel an Selbstvertrauen. Der nette Lehrer, der jungen und eifrigen Schülerin Weisheit vermittelt. Es mag vielleicht sogar so angefangen haben, aber so hat es nicht aufgehört, richtig? Was ist passiert, Dr. Strumming? Sind Sie ihrer vielleicht wieder schnell müde geworden, sobald der Glanz ab war? Sie wollte nicht still und leise gehen. Haben Sie sie deshalb nach Bagley Wood gelockt? Was? Hier steht es, Doktor. Und zwar schwarz auf weiß. 1 waagerecht. Wo meist im Gras am Wegesrand die Zigeuner ihre rauchigen Zelte aufschlagen. Antwort 6 und 4. Bagley Wood. Letzte senkrecht. Wie viele Cowgirls? 4 Buchstaben. Antwort 8.
Ich verstehe nicht. Ah, Sie verstehen nur zu gut, Doktor. Sie wollten am Samstag Mary Tremlett treffen, so gegen 8 Uhr, im Bagley Wood, als Ihre Frau bei der Chorprobe war und nichts mitkriegen konnte. Ich habe das nicht benutzt, dieses Bagley Wood. Jedenfalls nicht letzten Samstag. Der Ort war Hinksey. Und es war 6 Uhr und nicht 8. Jeder Kreuzworträtselautor, der die Bezeichnung wert ist, erstellt ein paar Rätsel im Voraus. Für den Fall, dass er krank wird, oder... Hier, sehen Sie? Hinksey, 6 Uhr. Dieses Rätsel wollte ich schicken. Darum ist sie nicht aufgetaucht. Ich habe das falsche Rätsel abgeschickt. Rowan gab mir den Umschlag, damit ich ihn so wie üblich einwerfe. Aber durch die Chorproben hatte ich es völlig vergessen. Am Mittwoch stand er immer noch auf dem Kaminsims. Ich wollte ihn gerade in die Stadt bringen, da klopfte einer von Rowans Studenten an die Tür. Ein Junge namens Miles. Miles Percival? Ja, richtig. Ich kenne ihn flüchtig vom Chor. Rowan war nicht da. Und um mir einen Weg zu sparen, fragte ich ihn, ob er den Umschlag vielleicht abgeben könnte. Hat er gesagt, was er von Ihrem Mann wollte? Nein, ich nahm an, es ging ums College, aber fragen Sie ihn. Er wird es Ihnen sicher bestätigen. Miles Percival ist tot. Hat sich selbst erschossen. Deswegen wollte ich neulich mit Ihrem Mann sprechen. Können Sie mir sagen, wo Dr. Strumming am Samstagabend war? Wo er war? Er war hier. Sind Sie sicher? Sie haben jeden Samstagabend Chorprobe, oder nicht? Als ich ging, war er in seinem Zimmer. Das war so gegen 6. Als ich zurückkam, war er immer noch da. Detective und Constable... Und wie viel Uhr war das? Gegen 11 etwa. Als ich nach der Probe zum Auto kam, hatte ich einen Platten und, ich musste ewig auf Hilfe warten. Aber bitte, worum geht's hier überhaupt? Es ist eine sehr delikate Frage, Mrs. Strumming, aber ich muss sie Ihnen stellen. Ist Ihre Ehe wirklich glücklich? Sie hatten nie einen Grund, an Ihrem Mann zu zweifeln? Ich hatte niemals einen Grund dazu, an meinem Mann zu zweifeln. Ich bitte Sie, nicht einen Moment. Ich muss jetzt zur Probe. Haben Sie eine Minute, Sir? Strumming hat die ganze Sache geplant, bis ins letzte Detail. Ich glaube, er ist sogar so weit gegangen, den Reifen seiner Frau zu zerstechen, damit er sicher vor ihr nach Hause kommen würde. Sie geht davon aus, dass er die ganze Zeit dort war. Also lockt er das junge Mädchen am Samstagabend nach Bagley Wood und tötet sie, damit nicht herauskommt, dass sie eine Affäre hatten. Und sein Alibi? Hat er eins für die fragliche Zeit? Er war in Hinksey. Was machte er in Hinksey? Auf Mary warten. Er sagt, das sei der eigentliche Treffpunkt für den 12. gewesen. Nur hätte er fälschlicherweise das Rätsel für den 19. an die Oxford Mail abgeschickt. Hat ihn jemand in Hinksey gesehen? Nein. Er lügt. Ich weiß es. Was meinen Sie, Sir? Wenn Strumming wirklich dieser Oss ist, kann das hinkommen. Her mit ihm. Samstagnacht hat er Sie getötet, sagen Sie? Dann denke ich, sollten Sie noch ein bisschen warten, Sir. Ich habe unten einen Tierarzt, der schwört, dass er Mary Tremlett um 6 Uhr noch quicklebendig gesehen hat. Und das am Sonntagmorgen. Also, ich war auf Cherry's Farm. So etwa um 2. Es gab eine Steißlage. Was in der Regel kein großes Problem ist, aber das Kalb hatte sich die Nabelschnur um den Hals gewickelt. Nachdem es um 5 entbunden war, habe ich meinen Kram zusammengepackt und dann bin ich so gegen 9:30 nach Hause gefahren. Wie auch immer, ich war gerade an der Kreuzung nach Climpton vorbei und da stand sie, wartete auf den Bus. Um wie viel Uhr war das? Oh, es war 6. Das Radioprogramm hatte gerade mit den Nachrichten angefangen. Wie hat die Kleine ausgesehen? Rothaarig, wie in der Zeitung beschrieben. Und sie trug so ein Kleidchen mit einem, ich weiß nicht, wie man das nennt, mit einem breiten, großen Querstreifen. Grün und weiß, meine ich. Sie lagen 12 Stunden daneben. Zeitpunkt des Todes war nicht 8.16 Uhr am Samstagabend, sondern 8.16 Uhr am Sonntagmorgen. Sie wartete laut dem Tierarzt auf den ersten Bus nach Woodstock. Glauben Sie ihm? Wieso sollte ich nicht? Er hat das Kleid identifiziert. Dann. Ich habe mit Mrs. Strumming gesprochen, Sir. Um 8.16 Uhr waren Sie in der Kirche, Sie und Ihr Ehemann. St. Xavier vom Vikar bestätigt. Womit Strumming wohl raus ist. Er mag eine Affäre mit ihr gehabt haben, aber der Rest niemals, oder? Aber sie wurde doch in Bagley Wood gefunden. Er hat das falsche Rätsel geschickt, wie er sagt. Mary Tremlett fährt dahin, Strumming taucht nie auf. Wieso ist sie dann nicht nach Hause gefahren? Wo hat sie gesteckt, die ganze Nacht, bis sie den Tierarzt an der Haltestelle am Sonntagmorgen auffiel? Wo wart ihr, Jenny? Mary hat mich neulich diesen Mann vorgestellt. Er gab solche Partys. Ein großes Haus in Wolvercote.
Wir dachten erst, das wird vielleicht lustig. War es aber nicht. Und letzten Samstag dann, war Mary dort? Ein paar von uns sind hin. Ich, Val, Mary ist aber früh gegangen, gegen 7 etwa. Es gab einen Streit deswegen. Er wollte nicht, dass sie ging. Wer wollte es nicht? Wer hat diese Partys geschmissen? Ist Ihnen die Altersgrenze für einvernehmlichen Geschlechtsverkehr bekannt? Und was das Gesetz zum Tatbestand der Zuhälterei sagt? Kannst du dich bitte um diese Herrschaften kümmern? Klar. Bitte, Sir. Madam. Sie haben mir gerade ein sehr gutes Geschäft vermasselt. Ich hoffe, ich habe Ihnen noch viel mehr vermasselt, wenn ich hier gleich fertig bin. Mary Tremlett hat regelmäßig an Ihren Partys teilgenommen. Zusammen mit noch anderen Mädchen von der Cowley Road School. Ich will Namen und Adressen der Männer, mit denen Sie verkuppelt haben. Hören Sie, Kleiner, überlegen Sie sich lieber gut, was Sie sagen. Was fällt Ihnen ein, hier reinzuschneiden und sowas zu behaupten? Aber nicht mit mir. Ich bin ein sehr ehrbares Mitglied der Oxforder Geschäftswelt und werde auch so behandelt. Ansonsten dürfen Sie bald nur noch an der Ecke den Verkehr regeln. Jetzt verschwinden Sie aus meinem Büro, bevor ich Ihnen die Beine brechen lasse, kleiner Bastard. Na los, raus! Sie waren bei Teddy Samuels. Ja, er gibt Partys in einem Riesenpalast bei Wolvercote. Mit Minderjährigen. Mary Tremlett war Samstagnacht dort. Mir ist egal, wo sie Samstagnacht war. Am Sonntagmorgen war sie wieder fit und gesund. Miles Percival hat sie abgeholt. Ja, aber da hätte er sich ganz schön ranhalten müssen, nicht wahr? Das ist nicht so leicht ohne Auto. Verdammt, was glauben Sie, was Sie da treiben? Naja, Ermittlungen durchführen. Und wer hat Ihnen erlaubt, das zu tun? Ich war das. Wollten Sie was sagen, Arthur? Sie wissen sicher, mit was für Leuten Teddy alles verkehrt. Ich weiß, dass er sie in der Tasche hat. 500 jeden Monat zuerst, damit sie bei geklauten Autos regelmäßig weggucken. Schlimm genug. Aber hier geht es um den Mord an einer jungen Frau. Da sind auch andere dabei. Oh, ich weiß. Dieser Teddy Samuels lässt die halbe Stadt nach seiner Pfeife tanzen. Die ganze Grafschaft. Richter, Kirchenmänner, Stadträte, Minister. Glauben Sie denn ehrlich, dass Sie sich mit denen anlegen können, Fred? Ich habe mir schon besser als Sie von den Schuhsohlen gekratzt, also kriegen Sie eins in Ihren Schädel. Es ist mir egal, für wen Sie den Zuhälter spielen oder wer Ihre Kumpel sind. Wenn Sie mir in die Quere kommen, mache ich Sie kaputt. Mr. Samuels hat plötzlich Nasenbluten gekriegt. Er soll den Kopf in den Nacken legen, habe ich ihm gesagt. Sind wir fertig, Teddy? Sie haben einen großen Fehler gemacht. Sie an, dann sind wir schon zwei. Das Tuch können Sie behalten. Ich habe mich schon lange gefragt, wieso niemand einen Ganoven wie Samuels verfolgen wollte. Speziell Crisp nicht. Das hätten Sie mir doch sagen können. Ich konnte meinen eigenen Leuten nicht trauen, einem Fremden erst recht nicht. Morse? Detective Chief Superintendent Crisp will Sie sehen. Ist das wahr? Ich rate Ihnen gut nachzudenken, bevor Sie diese Frage beantworten. Das ist eine sehr ernste Anschuldigung. Hat Inspektor Thirsty Teddy Samuels verprügelt? Nein, Sir. Dann packen Sie sofort Ihre Sachen. Ich will, dass Sie den allernächsten Zug nehmen. In Ihr verdammtes Kascherl Newtown. Oder wo auch immer Sie herkommen. Ich habe keine Verwendung für Leute, die Ärger machen. Meine Kündigung. Die brennt mir schon die ganze Woche ein Loch in die Tasche. Bitte sorgen Sie dafür, dass sie richtig weitergeleitet wird. Los, raus! Hat Mary jemals einen gewissen Teddy erwähnt? Er betreibt einen Autoladen unten in Parktown. Diesen Namen hat sie nie erwähnt. Oder Sharon? Das heißt also, sie hatte sich mit diesem Typen eingelassen, ja? Uns interessiert jeder, den sie durch ihn vielleicht kennengelernt hat. Samuels Versicherung gegen allzu große Neugier der Polizei. Oh, eine üble Sache, Erpressung. Gott weiß, ich hätte dasselbe getan, wenn das meine Tochter gewesen wäre. Ich habe die Negative verbrannt. Alle. Jenny muss sich keine Sorgen mehr machen. Und sie auch nicht. Sir. Wer weiß noch davon? Im Grunde nur Sie, ich und Morse. Sie können sich auf seine Diskretion verlassen. Er ist ein guter Junge. Wir würden noch auf der Stelle treten, hätte er keinen Druck gemacht. Sharon! Sharon! Er musste bezahlen. Für Mary. Ich wusste, dass er ein mieser Typ war, aber... ich hätte nie gedacht. Seine eigene Tochter. Sie und Teddy Samuels? Sommer, 49. Mom und Dad sagten, ich soll mir mein Leben so jung nicht mit einem Kind ruinieren. Also haben Sie sie angenommen? Teddy wollte damit nichts zu tun haben. Hat mir gedroht, falls ich was ausplaudere. Und dann sind Sie hier aufgetaucht. Da ist alles wieder hochgekommen. Es tut mir nicht leid.
Was ist das für eine Geschichte mit Mary Tremlets Kleidung? Oh, die BH-Größe von Mary war eine 80C. Aber wissen Sie, das Kleid neben ihrer Leiche hatte nur Größe Small. Eins steht fest, sie hätte sich nie im Leben da reinquetschen können. Hat es ihr vielleicht ein Verehrer gekauft? Das dachte ich anfangs auch, nur was die Kleidergrößen von Frauen angeht, ich meine... Lassen Sie McLeish die hiesigen Fachhändler auflisten. In der Zwischenzeit unterhalten wir zwei uns mit unserem Freund Teddy. Vielleicht hat er heute Morgen mehr Lust, sich nützlich zu machen. Ich hoffe, dass Sie uns sagen können, wie Ihre Londoner Telefonnummer auf die Hand eines Schulmädchens gekommen ist, das in Bagley Wood letzten Sonntag ermordet wurde. Meine Telefonnummer? Flaxman 17 zweimal die 8. Das ist Ihre Telefonnummer? Ja, ist es aber. Wie ist dieses junge Ding nur da rangekommen? Ich fürchte, ich habe nicht die geringste Ahnung. Ihr Name war Mary Tremlett. Rote Haare. Sie war eins der jungen Mädchen, denen Sie bei Teddy Samuels Partys begegnet sein werden. Sie waren letzten Samstag doch auf einer, in Wolvercote. Nein, ich denke nicht. Das klingt doch ziemlich degutant. Sie streiten ab, dort gewesen zu sein, Herr Minister? Ja, natürlich. Und solange Sie keine Beweise für das Gegenteil haben, ist diese Begegnung hier leider zu Ende. Ein Minister der Krone. Wir brauchen mehr als eine Telefonnummer, um ihm das anzusehen. Da ist doch noch Ihr Kleid, Morse. Wenn Lovell der heimliche Verehrer war und wir den finden, der es ihm verkauft hat. Können wir ihn mit Mary in Verbindung bringen? Hat McLeish schon die Fachgeschäfte aufgelistet? Ja, sollte er. Dann nehmen Sie sich die vor und ich werde Crisp auf den neuesten Stand bringen. Das Schreckliche ist, dass alles als Scherz anfing. Als Wette zwischen zwei Deppen, die es besser hätten wissen müssen. Geschmeichelt von Strummings Aufmerksamkeit, und vielleicht glaubte sie sogar, dass sie in ihn verliebt ist, stürzte sich Mary Tremlett in diese Affäre. Sie verließ den jungen Mann, mit dem sie bis dahin zusammen war. Besorgt, vertraute Miles Percival seine Ängste der Person an, von der er annahm, sie könnte Strumming zur Raison bringen. Statt ihren Mann zur Rede zu stellen und zu riskieren, ihn für immer zu verlieren, setzte sich eine Idee in ihrem Kopf fest. Die beiden Rätsel zu vertauschen, war der einfachste Teil. Aber sie brauchte noch jemanden, dem sie die Schuld zuschieben konnte. Samstagabend verließ Mary Tremlett Samuels Party in Richtung Bagley Wood, wo sie glaubte, ihren Geliebten zu treffen. Nur war es nicht Dr. Strumming, den sie dort antraf. Ich glaube, Rosalind Strumming wartete mit einer Brechstange oder so etwas in der Art auf sie. Sie zog Mary Tremlett aus und legte das grün-weiße Partykleid neben ihre Leiche. Ein Kleid, nicht das Kleid. Es gab zwei. Am nächsten Morgen sah jeder, der an der Bushaltestelle vorbeifuhr, genau das, was Rosalind Strumming geplant hatte. Eine Rothaarige in einem grünen Kleid, mit schwarzen und weißen Streifen, die am Ende jeder für Mary Tremlett hält. Ich bezweifle, dass wir die Perücke und das Kleid jemals finden werden. Die Bühne war bereitet für den letzten Akt. Es blieb nur noch, der Polizei den Mörder von Mary zu liefern. Es war wesentlich für ihren Plan, dass die zwei Kleider absolut gleich aussahen. Sie hatte leider nicht bedacht, dass sie zwei Größen kleiner trägt als Mary. Die Verkäuferin erinnerte sich sofort. Die wunderschöne Frau mit dem Diamantohrring. Das war's wieder bei Hör mal zu, dem Kanal für echte Hörspiel- und Retro-Freunde. Jetzt danke für dein persönliches Like, bleib uns gewogen und bis demnächst hier auf YouTube. Werbefrei und kostenlos.